Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. So, wir sind in Letopolis und hier haben wir neue Missionen. Die werden wir jetzt erstmal machen, bevor es weitergeht. Irgendwo anders willkommen. Hin. Hi. Willkommen in Letopolis. Willkommen. Hi. Willkommen in Letopolis. Dankeschön. Ich vergesse nie ein Gesicht, aber deins habe ich noch nicht gesehen. Ich suche nach Taha. Du hast es. Dein neues Heim. Ein Wunder menschlicher Arbeitskraft. Das große Werk beginnt. Nein, das ist nicht wahr. Du weißt es nur noch nicht. Ah. Wir geben jedem Neuankömmling ein Haus. Cool. Grab es aus und hilf bei den Bauarbeiten. Ein neuer Anfang. Ich bin nicht hier, um im Sand zu leben. Sprich mit einem unserer neuen Einwohner. Vinay. Er weiß, wie befreiend es ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ich kann sie nicht abstreifen wie eine Schlange ihre Haut. Aber das ist Leben denen hier scheißegal. In der glorreichen Stadt Letopolis. Eine Chance auf einen Neubeginn in einem goldenen Land. Ja, ja, bla, 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 bla. Ist das eigentlich hier in der Nähe? Nee, oder? Ja, doch, relativ nah. Na, Nein, ich rede erstmal mit dem hier. Und dann gucken wir mal. Halt, stopp. Bei dem Götter, was soll ich denn nur tun? Frieden, mein Freund. Was ist geschehen? Die Götter haben mich verflucht. Ich verlor meinen Hof und meine Frau an meinem Bruder Yamu. Und jetzt habe ich auch meinen letzten Besitz verloren. Mein Wagen blieb in einem Graben weit vor der Stadt stecken. Als die Nacht hereinbrach, hörte ich schreckliches Gebrüll. Ich ließ sie einfach zurück. Meine armen Ochsen. Alles, was ich noch hatte. Was soll ich nur tun? Gebrüll? Es gibt keine großen Raubtiere hier. Ich bin trotzdem lieber geflohen. Sie waren die letzten Geschenke meines Vaters. Khufu und Kiera. Und ich habe sie dort gelassen. Mit all meinem Besitz. Wenn ich dort entlang komme, werde ich sehen, was ich finde. Und jetzt arbeite du erstmal an deinem Haus. Vielen Dank. Mein Haus kannst du zur Rechten vom Tempeleingang finden. Mögest du auf den Schwingen des Horus fliegen. Ich habe so das Gefühl, die Leute, die werden durch einen Plan hergebracht. Da wird zum Beispiel ein Gebrüll simuliert, ja, und dann zack, sind die Leute hier und kommen nicht mehr weg, weil sie ja nichts mehr haben. Es könnte durchaus genau so geschehen sein. Wir werden dem jetzt auf den Grund gehen. So. Oh, da hinten ist was. Ich werde mir das, aber da hinten ist was. Das muss ich mir holen. Ich renne da jetzt hin. Kein Bock, mein Pferd zu rufen. Das ist kein gutes Terrain für mein Pferd. Mag es nicht. Aber es sieht schon cool aus. Also es ist nur Sand, aber es sieht trotzdem irgendwie cool aus. Muss ich sagen. Da oben ist... Ist das so eine religiöse Stätte? Da muss ich gleich mal hin und gucken. Ganz ruhig. Lasst mal sehen, wie ihr euch verfangen habt. Oh ja, scheiß Löwe ist tot. So. Und lässt mal schön meinen Vogel in Ruhe, ja? Oh. Alter, immer diese scheiß Kamera. Hoch. So. Na, noch mehr? Oder habt ihr genug? Erstmal die Pfeile wieder einsammeln. Mein Gott, was für ein Massaker, ey. Einige Scheiße. So, jetzt kann ich erstmal den Vogel rufen. Ist hier irgendwas? Hier ist sogar was. Hier ist sogar ein Schätzlein. Na, das werden wir uns noch holen, wenn wir eh schon hier sind. Wenn wir eh schon hier sind, warum denn auch nicht? So. Gut, jetzt wollte ich aber dahin. Oh, guck mal, da läuft was. Aber naja. Okay, wir gehen mal ganz kurz dahin. Was geht ab? Ein Raubtierangriff. Gut, dass ich nach euch. Ich
gut, dass ich nach euch gesucht habe. So. Ich fürchte, Nehi wäre sonst tot und ihr werdet jetzt Löwenfutter. Hm. Warte mal. Also ich muss jetzt ganz kurz gucken, was das da ist. Ach, hilft den Rebellen am Arsch, Junge. Keine Zeit für. Finde Nehis Karren und bringe ihn zurück zu ihm. Ja klar, ist ja gar kein Stress, ne? Machen wir. Ganz easy. Bin ja quasi schon auf dem Weg. Was ist denn alles so drauf? Ein Teppich? Mhm, ja. Eine Heizung? Oder was anderes? Keine Ahnung. So, ich werde mal hier einen kurzen... Ja, wobei, einen kurzen Weg kann ich gar nicht nehmen. Ne. Ich mache mal meinen eigenen Weg. Ja, genau. Die Ochsen können den nicht umfahren. Ist ja klar. So, Nehi, da ist dein Karren. So, Moment. So. Wo ist denn Nehi? Warum ist der da oben? Nicht schlafen. Bayek, du hast Khufu und Kiera gefunden. Dann kann ich ja heute vor Freude weinen. Ja, warum nicht? Sieh nur, wie viel du geschafft hast, seit ich gegangen bin. Ich habe etwas Seltsames im Haus gefunden. Es weckt meine Neugier und gleichzeitig jagt es mir Angst ein. Kannst du mal nachsehen? Zeig mal. Na klar doch. Als ich den Hauptraum ausgrub, fand ich eine unheilvolle Schrift an der Wand. Alte Schrift. Ich weiß nicht, was sie bedeutet, aber sie jagt mir große Angst ein. Sie ist alt, aber unvollständig. Zu viele Teile fehlen. Ausgelöscht von Zeit und Sand. Glaubst du, denkst du, es ist ein Fluch? Ich frage mal in der Stadt. Na gut, was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob ich hier schlafen kann. Alles wird gut. Alles wird gut. Du solltest mit Ramesso sprechen. Er kennt wirklich jeden in der Stadt und weiß auch über alles Bescheid. Da bin ich mir sicher. Na gut. Sprich mit Nehi, sprich mit Ramesso. Dann werden wir das jetzt mal tun. Also ich glaube, wir werden 2 Folgen hier verbringen. Mindestens. Aber ich hoffe, dann reicht das auch mit den 2 Folgen. Die Fragezeichen mache ich ja eh noch nicht. Da werde ich dann Schnellreisen machen und dann werde ich mir die irgendwann mal angucken. Wenn ich Lust dazu habe. So, aber erstmal gucken, was es mit diesen komischen Zeichen an der Wand auf sich hat. Hi. Dieses mürrische Gesicht kenne ich doch. Du bist wegen deines Hauses hier. Nee. Nein, ich. Du gräbst dir sicher im Handumdrehen ein Haus aus. Bestimmt. Genug. In Nehis Haus gibt es seltsame Schriftzeichen. Nichts, was dich sorgen muss, mein Freund. Das haben schon 3 andere gesagt. Aber die Zeichen sind zu alt, um sie noch zu deuten. Das sehe ich mir an. Du verschwendest deine Zeit, aber wie du willst. Die sind so alt, dass selbst die Ägypter die nicht lesen können. Okay. Die Frage ist natürlich, kann er sie lesen? Ja? Wie kann ich dir helfen? Ramesso sagte, es gäbe seltsame Schriftzeichen in deinem Haus. Ja. Ich fand sie ziemlich unheimlich. Ich glaube, es hat noch jemand so etwas entdeckt. Darf ich sie sehen? Sicher. Geh nur rein. Cool, danke. Ich kann auch, also, ne? Ich nehme auch die ganzen Sachen mit. Du hast keine Sachen. Doof. Der Stil sieht ähnlich aus. Vielleicht sind sie Teil derselben Botschaft. Wo hat er das Ding her? Ist es sein Dictionary? Okay. Warum nicht? So, jetzt muss Zeno natürlich, der weiß nämlich, wo das ist. Das finde ich auch ein bisschen Quatsch. Woher weiß denn der Vogel, wo ich hin muss? Irgendwie sehr komisch. So. Ist gerade am Essen. Dann wollen wir trotzdem mal eben stören. Kann man Esel reiten? Das wäre cool. Darf ich dich etwas fragen? Hm? Worum geht's? Es geht nicht, verdammt. Nehi hat seltsame Symbole in seinem Haus gefunden. Wie du. Darf ich sie mir ansehen? Sicher. Er ist neu hier, oder? Er ist ganz süß, aber er sieht immer aus, als würde er gleich weinen. Sag ihm, dass ich nach ihm gefragt habe. Mein Name ist Nebefer.
Aber klar doch. Warte kurz. Bild machen. So, hier, ich mach jetzt ein Bild. Die guckt jetzt zwar ein bisschen komisch, aber das macht nichts. Hier, sie guckt genau in die Kamera, weil sie fühlt sich beobachtet. So, Bild gemacht. Mal gucken, ob er das hochladen kann. Ich glaube nicht. Ach, kann's hochladen. Geil, okay, hochgeladen läuft. Was für ein Schwachsinn. Aber egal. Egal, 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 egal. Hier, die können wir... Also, können ja alle oben ohne rauf, mein Gott. Die Männer machen es ja auch. Mehr von der Botschaft. Erstmal wieder das Wörterbuch rausholen. Altägyptisch. Vogel, also es heißt eigentlich Vogel, Huhn, Wolf, Hase, aber naja. Kam nicht ganz so gut an bei den Leuten. Da musste man es umnennen. So, na gut, gehen wir mal zum nächsten. Ist jetzt mein Bild eigentlich auch hier auf der Map drauf? Da ist die Map gar nicht, die Map's hier. Aber mein Bild wird hier nicht angezeigt. Hä, hey, wie kann ich denn meine Bilder sehen? Ich hab ein Bild gemacht. Legende, ja toll, die will ich gar nicht haben. Zurücksetzen, hinsetzen. Ha. Ah, das ist wirklich sehr, sehr komisch. Naja. Nun, meine Fotos sind kaputt. Oder so. Ist ja egal. So, ich möchte da hinten hin. Also es gibt tatsächlich Frauen, die oben ohne rumlaufen. Warum nicht? Naja. Sahst erst aus wie eine Frau, aber bist du, glaube ich, nicht. Bist du neu hier? Auf der Durchreise, aber einem Rätsel auf der Spur. Gibt es alte Hieroglyphen in deinem Haus? Hat die nicht jeder? Hab mir nichts dabei gedacht. Warum? Bedeuten sie irgendwas? Ich bin nicht sicher. Darf ich sie sehen? Warum nicht? Sag mir, ob ich mir Sorgen machen muss. Na ja, mach ich. Moment, wo geht's denn hier eigentlich in dein Haus? Da oben? Alles klar. Zack. Da sind sie. Und Wörterbuch aus. Der Botschaft. Die vollständige Botschaft. Nachricht. Wenn du einen festen Stand. Wenn du einen festen Stand in Letopolis hast, sieh nach Westen zu den Pyramiden. Zwischen den goldenen Dünen liegt der Tempel der Millionen Jahre, bewacht von steinernen Löwenen. Wo ist dieser Tempel? Erkunde die Umgebung und den Tempel zu entdecken. Ja, wo ist denn hier ein fester Stand? Hier ist ein fester Stand. Wo sind die Pyramiden? Da. Ist halt ein Rätsel, ne? Es könnte auch da oben sein. Fester. Die Frage ist natürlich fester Stand. Fester Stand bedeutet also nicht auf dem Sand, weil Sand ist kein fester Stand. Ne? Es kann sein, dass sie zum Beispiel das Bauwerk hier meint, weil das ist recht hoch. Moment, was soll ich denn hier erkunden? Hä? Was soll ich denn hier erkunden? Absolut keine Ahnung, was der von mir will. Beachte die Übersetzung der Hieroglyphen. Ja, wenn ich festen Stand habe. Die Frage ist natürlich, gab es damals schon sowas? Ich würde vermuten, das da hinten einfach. Hm. Oder hier so eine komische Säule, das kann natürlich auch sein. Ja, kommen wir über so eine Umgebung. Oder steht da noch irgendwas drin, was ich jetzt übersehen habe? Oh, das. Ah, das ist eine Papyrus. Guck mal. Ja. Keine Ahnung. Ja, wobei, ich denke, ich muss schon beide sehen können, oder? Ich sehe ja nur eine Pyramide.
Warte mal. Inventar. So, wo ist denn das? Dimnas, Papyrus mit Hieroglyphen. Wenn du einen festen Stand in Letopolis hast, sieh nach Westen zu den Pyramiden. Zwischen den goldenen Dünen liegt der Tempel der Millionen Jahre, bewacht von steinernen Löwinnen. Ganz ehrlich, das ist doch das Ding dahin, da kannst du mir noch nicht erzählen. Oder? Also ich würde sagen, da, guck mal, da ist es doch. Ich sehe doch die Löwen da im Boden liegen. Sitzen. Könnten auch Hunde sein oder Katzen, man weiß es nicht, aber es sind bestimmt Löwinnen. Und da geht es bestimmt runter, das ist es. Da sind Löwen, guck mal. Ich habe sie gefunden. Läuft. So. Hier ist er, das ist er. Echt. Hey, hey. Helft mir mal hier drüben! Stirb, du Sau! Was habt ihr eigentlich für eine Sprache drauf, ja? Kann ich schon wieder nichts annehmen manchmal, das ist doof, ey. Dafür lass ich dich leiden! Ich töte dich! Jo. So. Ich reiß dir die Eingeweide raus! Warte, jetzt. Oh. Ich reiß dir die Eingeweide raus! So. Alle tot. Ein bisschen was kann man ja mal einstecken, sonst ist das ja kein richtiger Kampf. So, meine, der hat auch noch was, nehmen wir auch mit. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier finden. Was wollten die Priester mit ihrer letzten Zeremonie erreichen vor so langer Zeit? Alter, ist die groß. Für Schlangen, ey, ohne Spaß. Okay, erstmal das hier mitnehmen. Und dann gucken wir. Und erstmal natürlich das hier noch mitnehmen. Alles plündern. Interagieren. Gebetspapyrus. Ein Gebet. An Sachmet. O löwenköpfige Herren des Feuers, Tochter des Re oder Ra. Königin der zwei Länder, Herrscherin über das Haus der Waagschalen, Meisterin von Apophis und Amit, sie, die zerstört. Wir beschwören dich in all deinen Namen und an all deinen Plätzen und machen dir diese Stadt zum Geschenk. Blase die Wüste über sie und verschlinge sie. Nimm sie als Ganzes. Halte im Gegenzug deine verheerenden Kräfte von den Pharaonen und dem restlichen Ägypten fern. Irgendein altes Gebräu ist längst vertrocknet. Das ist ja komisch. Diese Männer. Auch vertrocknet. Sie waren Wop-Priester. Wop. Wurden sie getötet? Sie waren Wop-Priester. Oder haben sie ihr Schicksal selbst gewählt? Wop, Wop, Wop. So. Die Göttin des Gemetzels. Dieser Ort war also Sachmet geweiht. Letopolis war doch die Stadt von Horus. Vielleicht deswegen. Letopolis wurde von unseren Ahnen den Göttern geopfert, sodass der Rest des Nils dem Reich der Menschen gehören konnte. Diese Priester haben die, vor der alles Böse erzittert, beschworen und um ihren Schutz gebeten. Indem sie das Gebräu tranken, übergaben sie Sachmet ihr Leben und ihre Stadt. In ihren Augen wäre Tahakas Projekt ein Sakrileg. So. Wir wissen ja, dass es auch Götter jetzt nicht, aber es gibt ja so diese alte Rasse, sag ich mal, die ausgestorben ist, sich aber retten konnte mit ihrer Technologie. Guck mal, die zappelt immer noch, die findet es alles ziemlich geil, die ist nervös. Und ich würde mal fast vermuten, dass hier genau dasselbe passiert, dass die, die wir als Skorpion, kann man die töten? Ne, unsterblich, okay. Fuck, wie hieß sie denn nochmal? Ich habe leider den Namen jetzt von ihr vergessen, die ja mit Desmond dann auch geredet hat. Dass sie zum Beispiel eine von denen ist, die hier die Götter darstellen. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, weil
Die haben ja immer so diesen Götterstatus gehabt bei den Älteren. Da haben sich ja in die römische Dingsbums da eingefunden und so. Oh, sieht aber schön hier aus jetzt. Bayek, ich gewöhne mich daran, mit diesen Symbolen zu leben. Nebelfer ist sogar zum Essen vorbeigekommen. Hast du etwas herausgefunden? Das habe ich. Aber ich denke, es wird dir nicht gefallen. Ein Fluch! Ich wusste es! Nein, nicht ganz. Letopolis war ein Opfer an Sachmet. Zum Schutz der Menschen am Nil. Wir haben die Göttin des Gemetzels verärgert. Kein Wunder, dass der Sand sich immer höher auftürmt. Sie will die Stadt zurück. Sind die Verantwortlichen blind oder wahnsinnig? Ich bleibe sicher nicht hier. Vielleicht kommt Nebelfer mit mir mit. Was machst du? Mein Aufenthalt hier ist von kurzer Dauer. Du warst freundlich zu mir, als andere es nicht waren. Vielleicht werden wir uns eines Tages wieder über den Weg laufen. Na, das ist doch Foreshadowing. Dich sehe ich doch bestimmt wieder, mein Freund. So, aber wir sind auch am Ende dieser Folge angelangt. Denn in der nächsten Folge werden wir uns um die andere Mission kümmern, die hier irgendwo ist. Ach, da hinten. Genau. Warte mal. Das ist leider nicht mehr da. Das ist natürlich ärgerlich. Aber das macht nichts. Das ist da hinten, aber das ist mir egal. Der ist wahrscheinlich auch da gestorben, weil er zu doof war. Gut, wir werden Klagen der Arbeiter in der nächsten Folge machen. Mal gucken, was da passiert. Und dann werden wir unseren eigentlichen Plan fortsetzen. Ich hoffe, ohne irgendwelche Zwischenfälle. Aber ich glaube, die werden kommen. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.